Ja, Leute, ich habe mit Lars Jopisch gesprochen. Den habe ich über eine Leserin kennengelernt, über eine Blogleserin. Ja, das war also total spannend. Mit 26 ist er schon finanziell frei. Er hat sich ein Depot aufgebaut, das sechsstellig ist, höher sechsstellig, im hohen sechsstelligen Bereich. Und er hat zum Beispiel Aktien wie Apple, Restoration Hardware, RH, da ist ja Warren Buffett groß beteiligt, im Grunde ein Online-Möbelhaus oder ein Möbelhaus, kann man sagen. Und dann hat er noch Activision Blizzard, das ist ja ein Spielehersteller, die gerade die jüngeren Leute, mittelalter Leute, die spielen ja sehr viel und die verbringen immer mehr Zeit in diesen Spielen und Microsoft versucht die ja zu übernehmen. Aber die Kartellbehörden schauen sich natürlich ganz große Übernahmen sehr genau an, weil sie halt versuchen wollen, dass sich hier neue Monopole bilden. Aber das ist total interessant, der Spielebereich. Jedenfalls hat Lars schon mit 15 Jahren hat er schon einen Blog gestartet, hat gebloggt über Spiele, über die Spielebranche, über verschiedene Spiele, hat die bewertet. Hat da schon angefangen, Geld zu verdienen und war auch immer sparsam. Eine Phase hat er gehabt, wo er mehr ausgegeben hat und dann später ist er in die IT gegangen, hat in der IT gearbeitet, im öffentlichen Dienst und hat sehr viel gespart und so ist er finanziell frei geworden. Er hat auch im Bereich Private Equity Investments gemacht. Ich finde das spannend. Schaut euch mal das Interview an. Ich habe noch viele interessante Interviews gemacht. In Toronto habe ich einen deutschen Manager interviewt. In New York habe ich verschiedene Finanzvorstände interviewt, die kommen jetzt alle. Ich bereite die Videos vor und also das ist echt der Hammer. Dann zeige ich euch noch meine Urlaube. Ich war ja in Mexiko, habe mir auch mal ein Luxushotel gegönnt, ausnahmsweise, aber nur immer nur ein paar Tage, also 2 Tage, 3 Tage. Aber manchmal gehe ich auch in ein ganz billiges und dann, Leute, sehen wir ja uns ja hoffentlich ein paar in Stuttgart. Also da bin ich ja auf der Investmesse im März. Und hey, ich will auch nach Nordafrika gehen, nach Marokko. Also bei mir steht so viel auf dem Programm. Ich habe noch so viele Videos und die bereite ich jetzt die nächsten Tage vor und seid mal gespannt. Dann macht's mal gut und hoffentlich baut ihr euch auch ein Depot auf mit viel Geduld. Schaut euch interessante Konzerne an, Blue Chips, ETFs, da kann man so viel machen. Und es gibt auch viele leidende Konzerne und viele, die jetzt gerade abgestürzt sind und überall werden auch Mitarbeiter abgebaut, weil Kosten gespart werden müssen. Es ist eine interessante Zeit, es ist zum Teil auch eine schwierige Zeit, aber in schwierigen Zeiten gibt es ja wieder neue Chancen und ich hoffe, ich werde euch auch noch ein paar super spannende Aktien vorstellen die nächsten Tage. Bleibt gespannt und jetzt geht's gleich hier zum Interview mit Lars. Er ist aus Rheinland-Pfalz. Lars, super, dass es geklappt hat. Ich wollte mal fragen, du hast dich finanziell, du bist finanziell frei. Und da wollten wir mal sprechen, wie hast du das geschafft? Wie war dein Weg? Und wie viel Geld brauchst du so im Monat grob? Genau, ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Starten wir quasi direkt mit dem Thema durch. Ich habe halt über die Jahre relativ meine Ausgaben quasi zurückgesteckt, damit, weil ich früh realisiert habe, je weniger Geld du brauchst im Monat, desto weniger brauchst du auch als Kapital, um davon leben zu können. Und ich bin jetzt gerade um den Dreh, ich sag mal, ich komme so bei 1600 € im Monat raus eigentlich. Das ist so der Ja. Durchschnitt gerade. Und du hast dann also ein Depot aufgebaut und kriegst da zum Teil Dividenden und oder wie deckst du die 1600, die du brauchst? Genau, also ein Teil davon kommt dann durch Dividenden durch. Ich bin aber momentan quasi nur in, ich glaube, zwei, drei Dividendentiteln drin. Also die decken das quasi nicht. Und viel kommt dann auch, wenn man quasi mal eine Position verkauft oder sowas und Kapitalerträge mit reinholt. Und dann kann man davon quasi dann mal für 2, 3 Monate leben oder so. Und hast du da noch andere passive Einkommensströme, die du kriegst? Also ich habe ja noch einen Blog. Blue Vantage Capital, wo ich auch Finanzartikel quasi schreibe, da kommen ein paar Werbeeinnahmen bei rum, aber das ist natürlich jetzt noch nicht die Welt. Und ich habe dann noch eine kleine Webagentur, für die ich ab und zu was mache, aber das ist, also das kann ich ganz offen sagen, ich hatte dieses Jahr jetzt ein Projekt, ich mache das mehr so nebenbei, weil es Spaß macht eben immer noch. Ich habe ja Informatiker gelernt und das trägt jetzt auf gar keinen Fall mein Einkommen, aber es ist natürlich ein kleiner Nebenverdienst, wenn man mal Lust drauf hat, das zu machen sozusagen. Ja. Ja, gut. Und was sind jetzt deine Pläne?
Ja, die Pläne sind, das Portfolio quasi erstmal so weiter auszubauen, dass ich mir überhaupt keine Sorgen mehr machen muss, sozusagen. Also es ist natürlich immer noch gerade jetzt, vor allen Dingen, ich habe ja jetzt erst zum 1.1. quasi angefangen, damit voll zu leben und der Aktienmarkt geht seitdem eigentlich nur noch steil nach unten. Das ist dann natürlich sehr kontraproduktiv in so einer Zeit, gerade damit zu beginnen. Und langfristig ist natürlich das Ziel, dass man da auch mal 50% Verlust oder sowas, wenn was wie die Finanzkrise 2008 wiederkommt oder so, dass man da auf jeden Fall dann nicht direkt irgendwie in Panik gerät und sich einen Job suchen muss, sondern dass das der Rest dann auch noch quasi ausreicht. Oder zumindest, dass dann so viele in Dividendentiteln sind, dass man da auch genug quasi als Einnahmen hat. Solche Und so, Sachen. ja, so einen klassischen Bürojob kannst du dir gar nicht vorstellen, oder? Dass du noch so Angestelltenjob-mäßig so, Den hatte ich ja 8 Jahre lang, ja. sage ich, 8,5 Jahre lang jetzt gehabt, die letzten, genau. Und es ist, ich merke halt einfach, dass ich für mich selbst besser arbeiten kann. Es gibt ja, man sagt ja auch, es gibt Nachteulen und es gibt die, die morgens früh aufstehen. Ich bin da, glaube ich, eher bei den Nachteulen. Also ich merke wirklich, wie ich gegen Abend die meiste Energie bekomme. Deswegen ist top, dass wir das quasi jetzt zu, kann man ja sagen, glaube ich, zu New Yorker Zeit 11 Uhr macht, was hier in Deutschland 17 Uhr ist, wo ich quasi gerade am Aufblühen bin und jetzt Energie habe für den Tag. Ja. Ja, und das kannst du halt in der freien Wirtschaft oder auf dem Arbeitsmarkt oder irgendwo im Büro halt nicht machen, wenn du morgens um 8 da sein musst und bist dann hundsmüde oder Ja, so. Ja. ja. Ja, aber ich glaube, viele brauchen das trotzdem irgendwo, so die Connections und so am Arbeitsplatz, Ja. als soziales Wesen irgendwie. Aber das ändert sich auch alles. Keine Ahnung, wo das hingeht mit dem Homeoffice. Ja, klar, das Homeoffice ist ein, aber das ist genau das, was du gerade erwähnt hast. Das ist auch eine Sache, die mir jetzt am meisten aufgefallen ist. Also das, was am meisten fehlt, ist Regelmäßigkeit darin, dass du dich nicht selbst dazu zwingen musst, morgens früh aufzustehen, sondern dass du halt wirklich so irgendwie weißt, ich muss da im Büro sein, es gibt keinen anderen Weg. Und die ganzen Kollegen natürlich, die du vorher hattest, die du jetzt nicht mehr hast, wo du dir jetzt irgendwie was Neues aufbauen musst oder so selbst dann, sage ich mal. Ja, Ja. und kannst du noch was zu deinem Depot sagen? Allgemein zur Strategie vielleicht oder so. Ja. Wie ich das, ja, also gut, mein Depot ist relativ undiversifiziert, wie jetzt vielleicht manche Leute sagen würden. Also ich habe gerade, glaube ich, 6 Titel drin. Ich glaube aber auch, dass, was Buffett immer sagt, dass er da viel mehr Recht hat, wenn ich irgendwie 6 einzelne Unternehmen habe, die ich ins Detail kenne, über die ich mich perfekt informiert habe, die in meinem Kompetenzkreis liegen, dass ich damit besser fahre als irgendwie 20, 30 Unternehmen, von denen ich eigentlich nichts kenne außer den Aktienpreis und den Namen und vielleicht weiß ungefähr, was die machen. Da kann dann vielleicht eher mal irgendwas Totes dabei sein. Ja, und was Genau. sagst du zu denen, die sagen, hey, das Stockpicking bringt eh nichts, weil die Aktien, also das schlägt keiner dauerhaft, und mach doch einfach ein ETF, so ein World ETF oder ein S&P 500 und gut ist. Ja, ist tatsächlich für Privatanleger, die jetzt auch nicht viel Zeit haben oder sich nicht mit dem Thema beschäftigen will. Ich mache ja viel mit dem Investieren, weil es mir auch Spaß macht. Ich bin da ja irgendwie reingerutscht und das hat irgendeine Leidenschaft von mir getroffen, die mich glücklich macht, sage ich mal. Und aber für Privatanleger, die sich damit überhaupt nicht beschäftigen wollen oder so, klar, der S&P 500 ist einer der besten ETFs, die es überhaupt gibt. Da kann man eigentlich nichts falsch machen mit. Ja, Ja. gut. Und ja, also du bist Informatiker und dann hast du im Angestelltenjob gearbeitet. Wie war da die Bezahlung? Wie war das? Genau. Ja, also ich hatte, also ich war, habe eine Ausbildung gemacht zum Fachinformatiker, also ich habe es nicht studiert und habe dann als Webentwickler quasi gearbeitet für 8,5 Jahre. Und ich sag mal, das war der Durchschnitt, ich war im öffentlichen Dienst. Und das ist ja auch nochmal ein weiterer Punkt, den man dann im Hinterkopf behalten muss, wenn man denkt, der Typ hat sich finanziell frei gemacht und verlässt seine Stelle im öffentlichen Dienst. Also das kriege ich ständig zu hören quasi. Genau. Aber das war natürlich dadurch, dass es der öffentliche Dienst ist, ist IT weniger gut bezahlt als in der freien Wirtschaft. Und dafür hat man da aber dann andere Vorzüge wie Gleitzeiten, einen Urlaubstag mehr, man kriegt ein 13. Jahresgehalt und solche Sachen. Ja. Genau. Aber es war jetzt irgendwie nicht, dass ich da 5.000 Euro netto im Monat heimgenommen hätte oder so. Ich glaube, am Ende in meinem letzten Jahr, man steigt ja auch quasi, das ist ja Tarifbezahlung, man steigt ja auch in den Tarifentgeltgruppen quasi auf und nach den Jahren, die man da drin ist, wird das ja berechnet. Und ich hatte am Ende, ich glaube, 2,5 netto Ja. in dem Job. Und dann hast du noch hast du Nebenjobs annehmen können oder hast du da was gemacht neben dem Angestelltenjob?
Genau, eigentlich prinzipiell halt die ganze Zeit nebenbei, weil ich auch immer auf der Suche war, irgendwie, was kann man noch machen, was ist vielleicht irgendwie, wie kann man lockerer arbeiten, ohne irgendwie jeden Tag 9 to 5 arbeiten zu müssen, was gibt es da für alternative Möglichkeiten? Und habe natürlich nebenbei auch immer an der Webagentur gearbeitet und an den Blogs und solchen Sachen, dass ich mir da quasi auch mehrere Standbeine aufgebaut habe, falls mal irgendwie der Job verloren geht oder sowas, dass man dann nicht Ja. ganz im Trockenen steht, ja. Ja. Und das Depot war dann relativ zügig bei dir sechsstellig oder wie lange hat das gedauert? Die meisten sagen, die ersten 100.000 sind hart, gell? Das Das ist schwierig. ist Fakt, Ja. das ist Fakt, ja. Aber ich glaube auch, viel davon hängt halt damit zusammen. Ich habe am Anfang wirklich relativ wenig Ahnung von Aktien gehabt und solchen Sachen und auch gar nicht so groß gewusst. Also so Buffett und sowas, das habe ich in den ersten 1, 2 Jahren überhaupt nicht gewusst und habe eigentlich mehr Titel gekauft. So, ich hatte ein Portfolio mit 20 Dividendenaktien, klassisch diversifiziert, 3 Bankenaktien, 3 aus dem Gesundheitssektor, 3 da, 3 da. Und ja. Das ist halt, da haben dann, glaube ich, auch die Performance hat dann quasi darunter gelitten. Und deswegen waren die ersten Ja. 100.000 vielleicht auch noch mal ein bisschen schwieriger als normal. Aber das Ja. stimmt, ja. Ich hatte halt natürlich auch einen kleinen Vorteil durch die Blogs, die ich halt vorher schon hatte. Und dadurch, dass ich halt immer gesagt habe, das Geld, was ich damit verdiene, das habe ich auf ein separates Konto gepackt, bevor ich das damals investiert habe. Und habe dann einfach mit einer kleinen Summe quasi starten können zu investieren. Dass ich nicht Ja. quasi von null auf angefangen habe, ja. Wie viel kannst du, hast du mit Blogs verdient? Was kann man da erwarten, wenn man das geschickt macht? Das musst du auch ganz gut wissen, glaube ich. Aber nee, deiner ist ja nicht monetarisiert, glaube ich, oder? Wie war Nicht so das? richtig, nicht so, Nicht so aber richtig. ich habe aber jetzt ganz interessante Kooperationspartner und Sponsoren bekommen. Die kommen Das ist bald auch noch. gut. Ja. Ja, klingt Aber spannend. Nee, ja, also keine Ahnung, ich habe halt früh angefangen. Der erste Blog, der ist 2011 gestartet. Das war über Gaming. Quasi so Spiele-Reviews und alles, was jetzt zum Beispiel eine GameStar oder eine PC Games oder sowas macht. Da war ich damals mit dabei. Und der Blog, der hatte dann in den Hochzeiten hatte der 1,2 Millionen Besucher oder sowas im Jahr. Und das hat natürlich auch dann, ich sag mal, so zwischen 500 und 1000 Euro jeweils auch gebracht im Monat mal. Ja, Je ist nachdem, wie nicht. es lief, genau. Ja, bei mir war es ja so, ich habe von klein auf gespart, gell? Und das unterschätzen die meisten die Stetigkeit. Wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir Ja. mal, bist 14, ja, 14 oder schon 12, ja, dann fängst du an, hast ein Sparbuch und dann irgendwie noch irgend so ein Sparkonto und so, dann Zeitung austragen. Und das sind zwar alles, zum Teil sind es natürlich Kleinstbeträge, aber über Jahrzehnte, ja. Und ich bin heute noch extrem sparsam. Ich habe kein Auto. Das verstehen viele gar nicht, was da Ja. zusammenkommen kann. Man muss kein Genie sein und 30% Rendite machen pro Jahr, sondern Überhaupt nicht. stetiges Sparen, das führt automatisch zu der Million oder noch mehr. Das ist Ja. der Wahnsinn. Es sind vor allen Dingen, was ich halt so oft sehe, sind so viele kleine Sachen, die man eigentlich einsparen kann, wo viele einfach überhaupt auch nicht drüber nachdenken. Also es ist zum Beispiel mir ein Rätsel, ich weiß nicht, wie du das machst, aber wenn man gleichzeitig irgendwie bei Netflix, bei Amazon Prime, bei Hulu, bei Disney Plus und sonst irgendwas ist. Also wenn ich ein Netflix-Abo habe, ich habe nach 2 Monaten irgendwie alles durchgeschaut und dann wird das für mich langweilig. Und dann bezahle ich da im Prinzip Lehrgeld sozusagen. Ja. Und ich kann ja auch nicht alles gleichzeitig gucken, davon mal abgesehen. Und Ja. ich bezahle da halt durchgehend quasi monatlich weiter und das kostet mittlerweile ja auch pro Anbieter 10, 15 Euro im Monat. Also das ist ja auch jetzt Echt? nicht mehr wenig sozusagen. Ja, und dann hast du Gratisangebote auf YouTube, die ganzen Mediatheken von Genau. ARD. Kannst du gucken ohne Ende gratis im Grunde. Also Ja. man braucht im Grunde gar kein teures Abo. Ja, das ist alles unnötig. Und dann noch in der Bibliothek, in der öffentlichen kann man Bücher sich ausleihen, auch zum Teil Genau. Filme. Man kriegt da auch in Amerika so einen Zugangscode und so. Da kannst du auch Filme schauen auf diversen Plattformen. Das ist der Wahnsinn. Okay. Also ja, da gibt es so viele Möglichkeiten. Und aber die Leute wollen, glaube ich, nicht diese Entbehrungen machen, dann sagen sie, hey, ich habe Disney Plus und möchte es behalten. Ja. Und die verlieren den Überblick auch, glaube ich. Ja, verstehe ich ja auch, ne? Also wenn man sich das, also ich habe ganz am Anfang damit, bevor ich mir überhaupt Gedanken gemacht habe, wie viel brauche ich an Kapital zum Leben, habe ich mir natürlich auch nur ein Budget erstellt und gesagt, so viel gebe ich monatlich aus und habe alle einzelnen Beträge aufgelistet. Und da in dem Moment, das weiß ich heute noch, da sind so viele Sachen auf einmal aufgetaucht, wo ich, die ich quasi im Unterbewusstsein abonniert habe oder benutzt habe, aber niemand drüber nachgedacht hat, wie viel Geld das eigentlich im Monat kostet. Und allein durch solche Services und Dienste waren auf einmal 200 Euro mehr da, wenn man die mal weg hat. Ja. Sozusagen.
Ja. Ja, ich kaufe heute noch. Ich gucke nach diesen roten Preiszetteln im Supermarkt, Sachen, die am Ablauf sind. Ja, das wird auch kaum jemand machen, aber das ist ja alles nicht schlecht. Das heißt ja auch Mindesthaltbarkeitsdatum. Eben, Also, genau. ja. Die kleinen Ja. Deals finden wie Buffett in jeder Hinweise sparen. Ja, genau. Also das Ja. ist alles verrückt, wo dann die Leute doch immer vorbeilaufen und merken gar nicht, dass das Geld liegt echt auf der Straße, Ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, okay. Und man versäumt auch gar nichts Großartiges. Man kann auch eine schöne Zeit haben, wenn man nicht im Luxushotel ist. Oder ja, man kann also viele Sachen kosten im Grunde gar nichts, ja. Ja. Es gibt ja auch Genau. ganz viele irgendwie, die da seit 2 Jahren um die Welt reisen mit Backpacking oder sowas, die da nicht einen Cent für ausgegeben haben oder dann vor Ort irgendwas arbeiten und dann in Essen bezahlt werden oder so. Das ist ja auch für manche Leute faszinierend. Wäre Ja. für mich persönlich jetzt kein Lebensstil, aber das ist halt, beeindruckt mich quasi, wie es laufen kann, wenn man das einfach nur will. Ja. Ja, diese digitalen Nomaden, die arbeiten als Blogger irgendwie, machen ein paar Webseiten für 2, 3 Stunden am Tag und dann gehen sie an den Genau. Strand und so. Da gibt es viele, ja. Genau. Und die werden auch immer wieder vorgestellt, auch in den US-Medien, in deutschen Medien ja auch, und dann werden so Porträts gemacht. Und da habe ich bei mir im Blog mal ein paar vorgestellt, und dann heißt es gleich, ja, das kann gar nicht sein, das sind Dog Walkers auf jeden Fall. Aber ich sehe die haben auf einen Schlag, haben die so 4, 5 Hunde, und dann kriegen die pro Hund kriegen die so $25 oder $20, und das geht relativ schnell, und dann sind die von Haus zu Haus, und die Medien berichten ja da auch nicht gerade so drüber, die lassen sich dann die Steuererklärung zeigen und gucken danach, dass du da halt Ja, keinen Müll erzählst. Aber genau. das wird dann alles gleich hinterfragt und so, gell? Es kann nicht sein, es geht gar nicht. Und Das war ja damals als ich Rente mit 28 geschrieben habe, das war ja genauso. Wobei ich dazu sagen muss, das Buch war natürlich sehr kurz und knapp und hätte natürlich auch ausführlicher sein können. Deswegen wurde vielleicht auch manches missverstanden oder so. Aber da natürlich dann auch irgendwie zerrissen, das geht gar nicht und innerhalb von 7 Jahren oder was er sich da vorstellt. Und irgendwie, er verdient ja nebenbei noch dann irgendwas mit anderen Sachen und so weiter. Das ist halt alles so, wo ich mir dann irgendwann auch einfach gedacht habe, so, ja, dann schreibt doch, was ihr wollt. Und ich weiß ja, wie es funktioniert. Ich weiß ja, dass es funktioniert für mich. Da brauche ich mir ja keine Gedanken drüber zu machen. ja, gut. Sozusagen. Hast du noch so ein paar Tipps für andere, wo man noch sparen kann oder wo man vielleicht Rendite kriegt oder so passives Einkommen? Also was ich viel gemacht habe in gerade so 2021 und auch tatsächlich 2019 oder so schon, wo man halt auch schon gedacht hat, okay, der Aktienmarkt ist jetzt relativ hoch, man findet weniger gute Deals sozusagen, weil ich ja auch mich als Value Investor bezeichne und immer gucke, dass man irgendwie so ein kleines Schnäppchen schießen kann. Habe ich viel auch mich mit anderen Plattformen beschäftigt, wo man quasi in alternative Sachen investieren kann. Und da gibt es zum Beispiel hier im deutschen Raum Companisto. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Da können quasi Startups Finanzierungsrunden starten. Und da habe ich quasi 2019 oder 2018 irgendwann einmal mitgemacht und jetzt aktuell vor 2 Jahren wieder. Und da kann man halt auch manchmal, wenn man halt die Augen offen hat, ein paar gute Startups rauspicken, die eigentlich schon ziemlich gut laufen, auch schon Geld abwerfen, aber halt noch nicht so groß sind, dass sie irgendwie jetzt Aktien notiert werden könnten oder sowas. Aber da muss man aufpassen, da ist ja auch ein hohes Risiko, Riesenchance. Genau, also genau. Wer weiß, also das Geld landet dann aus der Firmenkasse, dass vielleicht Genau. Ja. ein neuer Porsche dann vor der Tür steht oder so, gell? Genau, du kriegst ja auch keine Firmenberichte irgendwie, die dann genormt sind von irgendeiner Aufsichtsbehörde oder so, sondern es gibt dann meistens einmal im Quartal irgendwie so eine PDF, wo du siehst, die wurde in einem Word-Dokument einfach zusammengeschrieben. Da kann er natürlich von Gott und der Welt erzählen, aber genau deswegen, wie du sagst, also ich habe da jetzt nie mehr als 5% oder sowas von meinem kompletten Vermögen drin. Also das ist ganz kleine Portion. Ja, das heißt Private Equity, könnte man sagen, oder Start-up-Investments oder Genau so. sowas, ja. Einfach so ein bisschen, so ein, zwei vielleicht mit ein paar kleinen Beträgen irgendwie sowas mal mitnehmen, mal gucken, wie es läuft. Also ich habe meinen ersten, der hatte, glücklicherweise kann ich Firmennamen nennen bestimmt Ja, bei klar. dir. Ja. Also in Deutschland, da gibt es jetzt die Firma Coro, weiß nicht, ob du die schon mal gehört hast. Die haben ja, also die bieten quasi Nüsse und Studentenfutter und Erdnussbutter und solche quasi so Superfoods an und die kaufen quasi direkt vom Erzeuger quasi und gehen dadurch den Mittelsmann durch und können dadurch günstigere Preise und eine
verdammt gute Qualität anbieten. Und die war damals auf dieser Plattform und da bin ich mit eingestiegen. Und als es dann zu einer weiteren Finanzierungsrunde kam, nur ein Jahr später oder sowas war das, glaube ich, hat einer mir angeboten, meine Anteile abzukaufen für einen Preis, der für mich innerhalb von einem Jahr quasi 50% Rendite waren. Ja. Und da habe ich quasi verkauft. Und jetzt rückwirkend hätte ich es gerne wieder. Ja, hat sich das noch besser entwickelt? Ja, da, also ich habe es damals verkauft, da waren die noch relativ klein. Man weiß ja auch nie, wie das mit den Startups weiterläuft. Nächstes Jahr fängt dann irgendwie ein Unilever oder so an, auch so Produkte anzubieten und dann sind die weg oder so. Von daher halt natürlich sehr risikoreich. Ja, und vor 2 Jahren oder so fing das an, da habe ich hier im Rewe dann die Produkte stehen gesehen und solche Sachen. Und dann fängst du natürlich schon an, dich zu ärgern, Ja, was da für klar. Deals dann noch gekommen sind, ja. Ja, ich habe drei Private Equity Deals gemacht und habe dreimal Glück gehabt, aber das ist extremes Risiko, Ja. wie du sagst, ja. Ja. Gut. Ach so, ja, und dein Depot, wenn man das so grob nimmt, kannst du grob andeuten, wie groß das ist? Sechsstellig, in welcher Bandbreite kann man sich das vorstellen? Genau, also es ist im höheren sechsstelligen Bereich, aber das ist halt, wie gesagt, ja, also insgesamt, ich sag mal, das ganze Aktien- und Investitionsvermögen und sowas im höheren sechsstelligen Bereich. Das Hauptdepot macht davon quasi das meiste aus. Ich habe noch ein kleines Nebendepot, wo ich halt ab und zu mal so ein paar Sachen ausprobiere oder auch einfach mal kurzfristig irgendwas kaufe, wo ich dann vielleicht denke, das könnte hochgehen oder auch nicht. Und ja, dann die kleinen paar Startups noch mit dabei und solche Sachen. Ich habe auch vor letztem Jahr quasi habe ich einen Online-Shop gekauft, einfach um mich in die Richtung quasi noch ein bisschen zu diversifizieren. Also einen bestehenden Online-Shop quasi, der Sachen verkauft sozusagen, dass ich quasi, also wie in ein Unternehmen zu investieren, nur eben im Prinzip wie Buffett es machen würde, zu 100% aufkaufen. Und was verkaufen die für im Online-Shop? Das ist so quasi so ein bisschen Merchandising. Also so Ja, so. T-Shirts und Tassen und so bedruckt. Ah, okay. Und Genau. was setzen die um im Jahr grob oder im Monat? Das ist relativ variabel. Vor allen Dingen dieses Jahr ist es auch echt, man kann es überhaupt nicht voraussagen. Also da kann mal 600, 700, 800 € oder auch einfach nur mal 50 dabei sein. Also das ist ein relativ kleiner Online-Shop, der so ein bisschen nebenher rumtümpelt. Ich bin da so ein bisschen am Basteln, manchmal einfach so als Zeitvertreiber noch. Ja. Auch keine Rieseneinnahmequelle, aber es macht halt einfach Spaß, irgendwie so das auch noch zu Ja, machen. gut. Ja, das wird auch unterschätzt. So Kleinvieh macht auch Mist. Wenn Genau. man so kleinere Quellen hat, vor allen Dingen hat man auch weniger Risiko, als wenn du so einen Riesenklotz hast, ja, und dann läuft was schlecht. Ist man Genau, vielleicht deswegen. in kleine Töpfe. Ja, genau das. Da hast du den Blog, dann hast du das Portfolio, dann hast du die Webagentur, die dann vielleicht mal einen Auftrag abwirft. Dann hast du irgendwie, was hatten wir jetzt gerade gesagt, das letzte, das fällt mir gerade nicht mehr ein. Der Shop. Der Shop, genau, der Shop. Also einfach versuchen, das war für mich so eines der wichtigen Sachen, auch mehrere Standbeine aufzubauen, dass wenn mal eins wegbricht, dass man dann noch genug hat, sozusagen. Und bei dir ist anders als der klassische Nebenshop, wo du dann einen Stundenlohn kriegst. Dann gehst du hin und bist im Grunde total auf den Stundenlohn fixiert. Und bei dir ist noch Ja. das Potenzial, dass da vielleicht, dass man das massiv ausbauen kann. Und Genau, dann. ich weiß ja nicht, wie das jetzt weiter verläuft mit dem Online-Shop. Vielleicht wird das Thema nächstes Jahr gehypt oder so und ich muss dann nichts mehr machen und auf einmal steigen die Umsätze oder sowas. Das ist natürlich Ja. auch so ein bisschen so ein Glücksspiel noch mit dabei. Ja, So der gut. Nervenkitzel. Ja, interessant. Okay, gut. Das ist, machst du dann, du hast überlegt, nochmal das Buch aufzufrischen. Was hast du das nochmal überlegt, das zu aktualisieren? Hast du angedeutet? Genau, ich hatte das ja geschrieben. Ja. Die Überlegung wäre natürlich gewesen, dann, wenn sich jetzt noch mehr Leute für das Thema interessieren oder so, weil das Buch gibt es ja auch nicht mehr, das hatte ich irgendwann eingestellt, das einfach quasi nochmal ausführlicher niederzuschreiben, wie es jetzt auch am Ende gelaufen ist. Damals war es ja auch eine Projektion mehr in die Zukunft, wie ich mir das vorstelle, wie es sein könnte. Und jetzt kann ich ja auch noch dann quasi sagen, das hat funktioniert, das hat nicht funktioniert, das würde ich vielleicht jetzt nicht mehr empfehlen. Oder das und das habe ich noch gemacht, was auch noch gut war. Also Ja. da sehe ich halt auf jeden Fall viel Potenzial, wo man noch was zu schreiben kann. Ja. Und wie viele Stunden arbeitest du dann am Tag für die Projekte, die du hast? Und was machst du dann in der Freizeit? Ja, also bei mir ist das halt eher so ein Mischmasch aus beidem. Also ich sehe es halt auch nicht als Arbeit, wenn ich das mache, was mir Spaß macht. Und
Freizeit ist dann halt für mich auch einfach, keine Ahnung, mal durch den Online-Shop surfen, die Statistiken gucken oder was weiß ich. Also alles Mögliche halt. Genau, dadurch, dass es halt Spaß macht, ist es halt irgendwie, ich sehe es nicht als Arbeit und ich mache es halt eigentlich fast den ganzen Tag dann sozusagen. Ja, also schon viele, einige Stunden dann. Ja. Okay, gut. Ja, wenn einer käme, wenn du den Job sehen würdest, irgendwo jetzt auf so einem Portal als Angestellter, das käme für dich nie in Frage, oder? Inwiefern? Achso, wenn ich jetzt einen Job sehen würde, der mich anspricht. Ja, so, wenn einer sagen würde, hey, hier, was weiß ich, 5000 Euro brutto, würdest du das machen? Kommt drauf an, als was. Also Ja, das im IT-Bereich, Web-Bereich. also im IT-Bereich könnte ich mir maximal vorstellen, dann irgendwie in Richtung WordPress oder so irgendwas zu machen. Damit habe ich auch angefangen. Das läuft seit 11 Jahren und ich glaube, WordPress ist irgendwie auch genauso große Leidenschaft wie IT an sich und alles drumherum. Also da würde ich mir vielleicht dann irgendwie nochmal überlegen, wenn es irgendwie eine coole Idee ist, cooles Startup oder ein cooles Projekt, cooles Team, was weiß ich. Aber es ist jetzt nicht, dass ich aktiv danach suche. Okay, und wo wohnst du? Ja, hier in Rheinland-Pfalz, in der Nähe von Ja? Koblenz, falls du das kennst. Ja, Ja. okay. Alles klar, super. Ja, dann vielen Dank für das Gespräch und ja, ich wünsche dir alles Gute. Das ist echt, ach so, wie alt bist du? Das ist schon mal interessant. Ja, 26. Also Ja, noch das ist. relativ jung, ja. Ja, dann hast du das Ziel ja schon erreicht, obwohl das Buch hat gesagt 28, oder? Genau, das war das Ziel damals. Ich habe mit 21, glaube ich, angefangen zu investieren und hatte mir dann damals, weil ich von Bodo Schäfer das Buch gesehen und gelesen hatte, in 7 Jahren zur finanziellen Freiheit oder wie das hieß, dass ich da gedacht habe, okay, 7 Jahre und die setze ich mir jetzt auch. Und dadurch kam halt die 28 quasi zustande. Ja. Ja, und das wird auch total unterschätzt, sich so Ziele stecken und so ein bisschen träumen ist Ja. auch wichtig. Auch mal einen verrückten Traum haben oder was total was anderes sagen, Mensch, das macht überhaupt keinen Sinn, das ist irre Ja. oder so. Weil dann macht das Leben auch mehr Spaß und man kann viel mehr erreichen, als man denkt, gell? Wenn man gedanklich nicht blockiert ist und Angst hat Ja, und das ist das. Man muss sich die Ziele irgendwie relativ hoch stecken. Nicht so, dass es jetzt unmöglich ist. Ich sage jetzt nicht, ich will nächster Milliardär werden und weiß überhaupt nicht, wie der Plan gehen soll. Und ich habe auch, muss ich ganz ehrlich sagen, mindestens 6 von den 7 Jahren zur finanziellen Freiheit, wobei es ja nicht so viele waren jetzt, habe ich halt auch gedacht, oh, geht das auf, geht das nicht auf, reicht das nicht, weil es ist schon ambitioniert dann an irgendeiner Stelle. ja. Aber das treibt einen halt dann auch an irgendwo, weil man es Genau. irgendwie, weil man es erreichen will. Und das Gute ist dann immer, was ja auch ein guter Tipp ist, allen Leuten davon zu erzählen, also von Familie, Freunde und sowas, die wussten alle Bescheid, dass ich mir das Ziel quasi gesteckt habe. Und da will man natürlich dann auch nicht da stehen und sagen, ja, habe ich nicht geschafft, ist jetzt auch egal, ich mache jetzt irgendwas anderes, sondern man will ja dann schon irgendwie zeigen, guck, ich habe es euch gesagt. Und Ja. das war dann auch ein Riesenantrieb quasi. Ja, man muss auch innerlich davon überzeugt sein. Man muss total voll dahinter stehen und dann, das Genau. ist total so die Psychologie ja Ja. auch wichtig. Ja, Ja. und deine Familie und Verwandtschaft, die machen auch Aktieninvestment und Private Equity und so und Webseiten oder ist das ganz anders? Nee, die haben, also mit IT hat gar keiner von denen was zu tun. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Ich habe eine relativ große Familie. Also meine Mutter hat ziemlich viele Geschwister und alle von denen 3, 4 Kinder und das ist richtig relativ viel. Mein Cousin ist in der IT. Da habe ich einen. Und aber da in der Verwandtschaft oder Familie sagen sie nicht, Aktien ist nichts, das ist Teufelszeug, bleibt da weg oder so, oder? Ich glaube, mein Vater ist ja relativ kritisch, weil er auch in der Vergangenheit das eine oder andere Mal damit gut Verluste gemacht hat, wo er dann Geld investiert hatte, das er dann auf einmal brauchte. Und das war, glaube ich, genau in dem Bereich 2007, 2008, wo es dann weg war fast und hat da herbe Verluste eingestrichen. Deswegen ist er da sehr vorsichtig. Und da war es auch erstmal dann lange Zeit schwierig, ihn davon zu überzeugen, dass Aktien kein Risiko sein müssen, weil Aktien einfach nur ein Anteil von einem Unternehmen sind. Und wenn du das Unternehmen verstehst, dann kannst du auch die Aktie besser einschätzen. Und was dann der Kurs macht, klar, kannst du nicht voraussagen oder so, aber es ist normalerweise so, dass die Kurse dem Trend des Unternehmens, sage ich mal, folgen. Also wenn ein Unternehmen jetzt auf 10 Jahre extrem gut performt, ist es unwahrscheinlich, dass der Kurs 10 Jahre lang in den Keller geht. Ja, genau. Ja. Ach so, was ist Bitcoin und Kryptos? Hast du da was gemacht? Das sieht ja momentan etwas böse aus, gell? Das ist ja eine Katastrophe.
Genau, also ich habe da tatsächlich mit Kryptowährungen habe ich überhaupt nichts zu tun. Ja. Also maximal null. Und ich habe letztes Jahr hatte ich mal den Versuch gewagt, ich hatte mal Coinbase gekauft. Aber da hatte Ja. ich auch irgendwie nach 2, 3 Monaten hatte ich irgendwie kalte Füße bekommen. Hatte 20, 30% sogar gemacht in dem Zeitraum. Das war genau da Ende 2021 irgendwo, wo die nochmal richtig hoch sind. Ja. Aber jetzt gerade würde ich ja, glaube ich, auch nicht nochmal einsteigen. Ich bin da auch noch unsicher, wie das jetzt weiterläuft. Da ist ja jetzt auch gerade mit der FTX oder was da war, wie das gerade alles hochkommt und explodiert. Das ist schon ziemlich spannend, finde ich. Einfach so als Beobachter an der Seitenlinie mal zu sitzen und zu gucken, wie das jetzt ausgeht, ist spannend genug für mich Ja. gerade. Ja, Coinbase kann man die Börse, muss man noch dazu sagen, das ist ein börsennotierter Börsenplatz, Genau. einer der führenden, und da kann man eben die ganzen Kryptowährungen kaufen und handeln und traden und so. Genau, ja. Ja, aber die Also ist das ja ist auch dann im Prinzip, abgeführt. Ja. das ist im Prinzip dann der, ja, der Schaufeldeal, sage ich mal. Wenn du statt irgendwie in Gold zu investieren oder so, kaufst du die Firma, die das Gold schürft und herstellt und sowas. Oder anstatt irgendwelche Firmen zu kaufen, die Pflanzen hochziehen, kaufst du welche, die schaufeln und sowas. Ja, also so ein also nicht direkt quasi rein investiert in die Kryptowährung, sondern quasi im Umfeld. Ja, aber wenn der Goldrausch vorbei ist, verkaufst du auch keine Schaufel mehr an die ganzen Nee. Schürfer und so. Genau, das auch. Deswegen. Und das sehen wir ja gerade dann, dass Ja. da so ein bisschen der Hype abflacht scheinbar. Es ist Die ja auch wichtig, einfach zu sehen, Leute, also es ist halt, auch nicht geschafft, wenn ich irgendwie jemanden, wenn ich nicht gewusst hätte, es gibt Leute, die haben das schon erreicht. Das ist auch, glaube ich, ein Punkt, der hilft viel weiter. Wenn man sieht, Person XY, die haben das schon geschafft, wieso soll ich es nicht schaffen können? Ich bin ja jetzt nicht dümmer als die, meine ich zumindest dann von mir selbst. Ja, und du hast Ja. gesagt, so 2500 war am Ende dein Gehalt, Genau. so in die Richtung. Und was war deine Sparquote? War über 50%, oder? Richtig hoch. Genau, ich hatte am Ende, ich kann es jetzt gerade gar nicht mehr so genau sagen, ich habe auch noch ein bisschen günstiger gelebt damals tatsächlich, weil die Wohnung eine andere war und die Mietpreise damals noch ein bisschen günstiger waren. Ich glaube, so auch zwischen 1,4 und 1,6, sowas wird es damals gekostet haben quasi. Und dann konntest du halt über 1.000 quasi einfach jeden Monat ansparen sozusagen. Und das ist halt schon eine ordentliche Summe, mit der du schnell viel aufbauen kannst. Ja, also dann war die Sparquote so 30, 40% oder? Ja, was ist das ungefähr? Aber du hattest ja noch Bis bald, ja. Nebeneinkünfte, ja. Genau, ja, das kommt halt auch dazu, aber das ist halt, wie gesagt, das ist, wenn dann was kommt, quasi mit ins Depot. Wenn nichts kommt, kann es auch nicht mit ins Depot kommen, aber das war jetzt nicht irgendwie so, dass da eine Regelmäßigkeit drin war. Ja, ich hab auch nicht mit einer 1.000er-Sparrate angefangen. Also ich habe ganz am Anfang, habe ich, glaube ich, als ich da reingekommen bin nach der Ausbildung, habe ich 2,1 bekommen oder 2 oder irgendwie sowas um den Dreh. Und davon habe ich dann 1.900 quasi rausgeblasen jeden Monat und hatte noch 100 € übrig. Und das war dann natürlich auch der Prozess über den Zeitraum, da quasi mehr Spielraum zu schaffen, das Gehalt steigt, die Ausgaben sinken und dann hast du mehr zum Investieren. Dann hast du am Anfang doch ein bisschen mehr konsumiert, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin da ja auch kein Ausnahmefall. Ich habe mich dann irgendwann halt mit dem Thema beschäftigt und habe mir gemerkt, okay, Konsum kauft dir halt auch kein Glück. Also Ja, kann man genau, jetzt deswegen. ein schnelleres Ja. Auto kaufen, das neueste iPhone jedes Jahr, aber glücklicher macht mich das jetzt nicht. Ja. Ja, und dann fällt es dir auch leichter, das zu sparen einfach. Ja. Hey, das ist alles keine Geheimwissenschaft. Ich bin Nee. halt total, bei mir hat es geholfen, dass ich so ein Sparfuchs bin. Ich habe im Sperrmüll habe ich meinen Fernseher mitgenommen, so ein Drehstuhl, so ein Bürostuhl aus dem Sperrmüll. Das wird ja keiner machen. Da habe ich Das so ist genial. aufgelöst, da habe ich gerade den Stuhl weggenommen. Da dachte ich, Mensch, ich brauche einen Stuhl, ich brauche einen Fernseher. Und wir haben so Tauschbörsen im Haus und so, da werden auch als gebrauchte Sachen, die Leute schenken auch vieles her. Dann kaufen die ein neues Messerset, du, dann gehe ich runter und hole mir dem sein Messerset ab, bevor das wegwirft. Also ich brauche da kein Topf, der 80 oder $190 kostet. Da Ja. gibt es ja auch so Neurosen, oder? Was die Leute da immer alles neu kaufen und so. Also. Also, ich sag mal, in manchen Teilen macht es ja sogar noch Sinn, wenn du irgendwie Markenprodukte anderen Produkten hervorziehst, weil sie dann wirklich irgendwie 10 Jahre länger halten oder sowas. Bei manchen rechnet sich's ja schon, kann man ja fairerweise sagen. Aber ich verstehe dann die Leute nicht, die irgendwie alles von Marken haben müssen.
die sich dann, also Bekannte von mir, die kaufen sich dann die Badezimmerteppiche für 300 € oder sowas oder die Fußabtreter unter der Dusche, wo ich mir denke, der soll meine Füße nur trocken machen, warum sollen da 300 € liegen? Das Ja. ist halt, das geht mir nicht rein, aber Ja. ja. Verstehe ich auch nicht. Okay. Prima. Alles klar. Dann vielen Dank. Mach's gut, gell? Ciao, Super, Lars. du auch, ciao, ciao.